Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zunächst an die Kolleginnen von der Piratenfraktion und an Herrn Höfinghoff. Ich finde es bemerkenswert, wie Sie eine kleine Anfrage zur großen hochstilisieren und damit Scientology noch Öffentlichkeit verschaffen. Die Gefahren, die von dem Psychokonzern ausgehen dürfen, nicht unterschätzt werden. Wer wie Scientology mit dem Clear Planet Konzept ankündigt, unseren ganzen Planeten zu säubern, stellt sicherlich eine Bedrohung dar und die darf nicht unterschätzt werden. Deshalb braucht es verstärkt Aufklärung über die Organisation Scientology und deren Machenschaften. Nur mit einer umfassenden Aufklärung kann verhindert werden, dass Jugendliche und Menschen in Lebenskrisen in die Fänge der Scientologen geraten. Ein zentraler Punkt, wo unsere Wachsamkeit gefordert ist, bleibt in Ihrer Anfrage völlig außen vor. Extrem gefährlich ist, dass die Scientology verstärkt auf dem Nachhilfebildungssektor mit Weiterbildungs- und Coachingangeboten aktiv wird. Aber auch in der psychologischen Beratung, in der Drogenberatung gibt es Angebote von Scientology. Der Innensenator hat es ja eben schon auch gesagt. Dieses von der Scientology betriebene Bildungsnetzwerk muss konsequent bekämpft werden, damit nicht Kinder, Eltern, aber auch Menschen in Notsituationen gutgläubig in die Hände dieser Gruppierung geraten. Um die Aktivitäten der Scientology ins Leere laufen zu lassen, hilft nur Aufklärung und Bildung. Hier wären also die richtigen Fragen gewesen. Welche Erkenntnisse hat der Senat über die Situation in Berlin? Gibt es zum Beispiel Hinweise über Aktivitäten von Scientologen an Berliner Schulen? Wie werden Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen sowie Schülerinnen und Schüler differenziert über die Aktivitäten von Scientology im Bildungsbereich informiert? Welche Unterstützung gibt es für Ausstiegswillige? Gibt es hierfür besonders geschulte und sensibilisierte Polizeikräfte und Staatsanwältinnen? Denn häufig befinden sich diese Menschen in akuten Bedrohungssituationen. Herr Schreiber hat ja dankenswerterweise die Aktivitäten des Senats auch hier noch mal dargestellt. Und wir wissen auch, dass Scientology nicht gelungen ist, Berlin zur Zentrale Deutschlands aufzubauen. Und deshalb denke ich, sind wir mit den Aktivitäten, die ergriffen wurden, auf einem guten Weg. Dennoch muss die Wachsamkeit bleiben. Aber Ihnen, liebe Piraten, irgendwie muss ich leider sagen, mit Ihrer großen Anfrage haben Sie das Thema verfehlt, wie es so schön in der Schule heißt. Und die Fragen hätten anders formuliert sein müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bangert. Jetzt